Online-Geister. Quickie. Hallo, meine Online-Geister. Ich bin jetzt gerade mit unserer Sprecherin Lydia am Wörthersee im schönen Kärnten in Österreich. Wir sitzen jetzt gerade in der Villa Lido, der schönste Platz am See laut eigener Aussage, warten auf unser Essen und wollen einfach nur mal kurz eine Sache festhalten. Der Sonntagsausflug ist tot. Ja genau, der Sonntagsausflug ist tot, weil wir waren ganz altmodisch mit Rädern unterwegs auf dem Radweg, der um den See drumherum fährt. Und alle, die wir gesehen haben, sind entweder mit dem Auto gefahren, im Porsche, im Cabriolet oder in übelst den fetten Autos, die man gar nicht den Preis wissen möchte. Oder schick auf Rennrädern, in richtigem Sportdress. Alle sind an uns vorbeigezischt. Wir mussten ständig irgendwie aus dem Weg, weil wir einfach zu langsam waren mit unseren schweren, ganz normalen Rädern. Ja, und wir haben uns einfach gefragt, warum ist das so? Es ist ein wunderschöner Tag, die Sonne scheint. Warum genießen die Leute nicht einfach den See und bummeln einfach wie in einem ganz normalen Sonntagsausflug? Also wenn ich da meine Gedanken loswerden möchte, loswerden kann, ich denke, es hat einfach damit zu tun, die Entspannung am Sonntag ist tot und die Selbstoptimierung herrscht. Okay, danke schön. So, wir kriegen gerade kurz unsere Getränke. Es ist einfach so, ich finde, gerade eben durch Social Media und alles Weitere ist das Problem auch irgendwo gekommen. Du hast Möglichkeiten bei WhatsApp, Facebook, Instagram, das sind ja so die großen drei in Deutschland, mit mehreren 10 Millionen Nutzern teilweise. Worum drehen die sich generell? Um Darstellung. Du machst irgendeine Form von Seelenstriptease bei diesen Leuten in Form von Selbstdarstellung. Du lädst dann irgendwelche Bilder mit Filtern hoch bei Instagram beispielsweise, versiehst die mit einem Dutzend Hashtags und willst sie dann irgendwie an die Welt raushauen. Einfach nur, was wird denn dort schön gezeigt? Schöne Leute machen schöne Dinge. Es ist eigentlich oberflächlich. Oder eben alternativ, selbst bei Facebook kannst du es ja inzwischen mit irgendwelchen Tracking-Apps, die du dann dort teilen kannst, noch deine Erfolge teilen. So, ich bin am Tag 12 Kilometer gejoggt. Yeah, geil, super, ich bin besser als die anderen. Das ist meine Meinung, dass das jetzt so ein bisschen dahin führt. Ja, es macht für mich aber trotzdem keinen Sinn, an einem schönen Tag, an einem Sonntag, der eigentlich dazu da ist, sich zu entspannen, dann wie bekloppt durch die Weltgeschichte zu radeln oder halt noch mit dem Auto zu fahren, was halt komplett sinnlos ist, weil dann machst du weder Sport noch selbst optimierst du dich in irgendeiner Form. Warum kann man den Sonntag nicht einfach nutzen und entspannen mehr? Das macht ja auch schön, das selbst optimiert ja auch, indem die Haut besser wird, man kann sich sonnen. Macht aber, glaube ich, nicht so hübsche Bilder bei Instagram. Ja, die sind einfach ruhig, sie sind weniger actiongeladen, wenn ich mit meinem Fahrrad einfach durch die Weltgeschichte gurke. Ja, ich glaube, das ist aber auch für manche das Problem. Ich sage jetzt nicht, dass alle Leute generell alles bei Facebook, Social Media insgesamt teilen, aber ich finde so diese Darstellung, so dieser stolze Gockel, der da einfach rumläuft und sich präsentiert, habe ich da schon ein bisschen den Eindruck, dass da Social Media ein bisschen geholfen hat, das zu fördern. Ja, ich verstehe doch, aber früher war es doch aber auch der Fall, dass wenn du Zeit hattest am Sonntag oder an irgendeinem Tag und einfach die schöne Natur genießen konntest, dann galtst du doch schon als reich oder als was Besonderes, weil du es dir einfach leisten kannst. Jetzt mittlerweile, also wenn ich mir das hier angucke, ist es halt einfach nur, ja, du musst möglichst sportlich sein, möglichst adrett, möglichst irgendwas, aber keine Zeit mehr für irgendwas haben. Da möchte ich irgendwie fast widersprechen. Klar, also das sind so allgemein ideal, aber was du ja vor allem sein sollst, das ist individuell, anders, eben nicht dem Mainstream angehören, und das wollen ja alle sein. Und insofern bist du am Ende ja auch wieder Mainstream. Ich meine, wir gucken jetzt hier gerade mal raus auf die ziemlich sturmumtoste Sonnenterrasse. Das ist überall, finde ich, so ein Meer an Einheitlichkeit. Sonne, Wetterjacke, okay, das ist so ein bisschen, Sonnenbrille, Wetterjacke, hat natürlich auch so ein bisschen mit dem Wetter zu tun, klar. Aber ich finde, viele Leute haben so eine gleichartige Optik von, ich möchte irgendwie besonders stylisch sonst wie was wirken und bin dadurch aber eigentlich wieder Masse. Hab einfach so einen Massengeschmack. Und ich finde, das hat aber auch wieder mit diesen Schönheitsidealen zu tun, die dann eben teilweise aber auch durch verschiedene soziale Netzwerke mit geprägt sind. Ich sage nicht, dass man da alles drauf schieben sollte. Ich selbst habe aber einfach diesen Schwerpunkt und merke das halt bei vielen Leuten.
Da hatte ich vorhin auch so ein paar Mails nur gesehen, bei uns beiden auf dem Hinweg. Die hatten ihr Smartphone gezückt, sind an Wörthersee und haben dann Selfies von sich gemacht, irgendwie ein Dutzend, damit sie das vielleicht für die übernächsten 2 Wochen dann bei Instagram teilen können. Ist nur eine Mutmaßung, ich weiß nicht, ob es am Ende wirklich so ist. Das kann ich aber unter der Woche machen. Was mache ich das am Sonntag? Na gut, jetzt scheint ja auch gerade die Sonne. Ja gut, hat gestern auch geschienen. Aber es ist Sonntag, man hat Zeit und ich denke so, dieses, man kann angeben, dass man die Zeit hat, dass man da sonst was machen kann. Ich meine, ich habe am Sonntag jetzt vielleicht die Fotos gemacht, aber die kann ich ja sonst wann teilen. Also dann wurde Montagmorgen, wenn alle arbeiten müssen, poste ich dann diese Fotos und kann dann so tun wie, bin ich nicht toll, ich muss nicht arbeiten, habe das geile Lifestyle. Hatte ich dir ja auch erzählt hier mit diesen Russen oder speziell in Russland, dass der auch so einen Service gibt. Ich kann mir auf einem Privatlandeplatz, einen Jet, Privatjet mieten, Fotografen mieten, Styling, Kostümberatung sowas mieten, sodass man mit mir ein Fotoshooting macht, wie ich ein Flugzeug, so ein Privatjet betrete, da drin dann was trinke, esse oder was und so tun kann, als gehöre ich zum High Society Lifestyle Schickeria Jet Set. Und am Ende ist es einfach auch nur getäuscht eigentlich. Ich habe mir das irgendwie gemietet und ich tue so, als ob. Ja, was heißt aber nicht, dass man halt den Sonntag dafür nutzen muss. Ich verstehe es halt einfach nicht. Ich meine, gut, wenn man dieses Leben führen möchte, man möchte sich darstellen etc. pp. Das geht ja, jetzt kommt dann. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Dann kann man das ja machen, aber warum muss man das am Sonntag machen, der eigentlich dafür da ist, sich zu entspannen, sich zu erholen, sich vielleicht auch mal einfach Gedanken zu machen, in welcher Art und Weise möchte ich halt auch weiterarbeiten, in welcher Art und Weise möchte ich mich weiter selbst darstellen, etc. Die Frage würde ich dann einfach mal direkt weitergeben. Hey, ihr Online-Geister da draußen, wenn ihr uns jetzt gerade hört, wie ist eure Meinung? Sonntag, Selbstentspannung, Selbstoptimierung, Zeit für die Familie, rausgehen und sich zeigen oder dann vielleicht doch mal lieber drinnen bleiben in eigenen vier Wänden für eine Wohnung, die man ja am Ende auch bezahlt im Monat, aber 8 Stunden am Tag dann in der Woche woanders verbringt. Einfach da mal von was haben möchten. Wie ist so eure Meinung an sich? Sonntag ist noch der Tag der Ausflüge oder ist es eher der Tag, an dem man dann vielleicht Ausflüge macht und dann online auswertet und sich da irgendwie präsentiert? Schreibt uns Kommentar unter diese Folge in den Shownotes, einfach in den Kommentaren unter den Shownotes oder info@onlinegeister.com und ansonsten, wir freuen uns immer über Bewertungen bei iTunes. 1 Stern ist okay, 5 Sterne sind besser. Okay, würde ich sagen, meines ist jetzt da, Lydia kommt auch gerade. Wir melden uns demnächst. Ansonsten schöne Grüße vom Wörthersee. Bis bald dann. Tschüss. Ciao. Das war Online-Geister. Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Alner. Alle Links zur Sendung, Kontaktmöglichkeiten und das Archiv zum Nachhören gibt es unter www.onlinegeister.com.